Loves Life. Ich steige ein bisschen durcheinander in das Video ein. Ich nehme das jetzt zum dritten Mal auf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt endlich mal, sonst raste ich hier gleich aus. Ich wollte euch mal die Produkte zeigen, die ich in Japan gekauft habe, und zwar letztes Jahr. Ich habe irgendwie gerade ein Problem mit meinem Computer oder dieser Technik hier. Irgendwas funktioniert da gerade nicht. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Ich möchte euch gerne zeigen, was wir in Japan gekauft haben. Wir haben sehr viele, drei Produkte genau gekauft. Zum Thema Baden, so eine Badewelle von Little Twin Stars, einmal vom Thomas im Zug und dieses Auto. Das war ein Mini, das war irgendwie so klein und das ist wirklich ganz cool gewesen. Die Kinder lieben diese Badewelle. Wir haben für die Kinder auch noch hier so eine Förmchen gekauft, damit man wie nennt man denn das? Was ist denn das? Reisförmchen machen kann. Da sieht man das hier so auf dem Foto ganz gut. Da kann man so Reis reinpressen und dann so ein Gesicht draus machen. Dann habe ich mir wieder meinen Mascara gekauft. Das ist so mein Lieblingsmascara, den ich total gerne benutze und der total schöne Wimpern macht, weil der hat so kleine Härchen drin und dann sieht es auch einfach, guck mal, dieses Design. Naja, man sieht natürlich nicht so aus wie die Figur, aber trotzdem. Dann hatte ich mir noch einmal so eine Patches geholt. Ich weiß nicht genau, wofür die waren und habe die auch immer noch nicht ausprobiert. Und ich habe jetzt aber gerade vorhin, als ich das Video zum ersten Mal aufgenommen habe, gesehen, dass hier oben drauf steht Cooling Sheet for Legs. Das sind anscheinend 6 Stück. Ich habe das vorher nicht gesehen, im Laden auch nicht. Ich kaufe auch ganz gerne mal Sachen, wenn man einfach nur so, sieht irgendwie gut aus und dann, keine Ahnung, was das sein soll. Es wird sich irgendwie aus dem Kontext ergeben. Ich hatte mir auch noch diese Abschminkpads gekauft. Das sind so eine von Bifesta, so eine Cleansing Sheets. Die fand ich ganz praktisch. Und das war es schon, was ich mir aus Japan mitgebracht habe. Ich wollte euch auch gerne noch meinen Blog ans Herz legen, weil ihr wisst ja, ich schreibe ja auf beenlovelife.com, das ist ja mein Blog, wo ich wirklich was schreibe, also Texte. Wir haben viel zum Thema Reisen, viel zum Thema Beauty auch, wo ich mal ein bisschen intensiver auf Produktdetails und Hintergründe eingehe. Hier auf dem Kanal findet ihr wahrscheinlich sehr viele Aufgebraucht-Videos, auch ein paar Schminktutorials. Ich arbeite so ein bisschen daran, fokussiere mich aber eigentlich immer eher so auf den Blog, deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt gerne so Videos und Pillepalle gucken, dann guckt hier rein. Wenn ihr es gefällt, wollt ein paar coole Fotos sehen, schaut aber bei Instagram rein. Und ansonsten auf dem Blog ist halt wirklich die detaillierte Information und wo wir alles her haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder einfach auf meinen Blog sogar reinschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibe euch alle Produkte, die ich eben gezeigt habe, unten in die Infobox. Falls jemand irgendwas mal irgendwo kaufen will, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wo es das hier geben soll, in Deutschland oder auch in Europa. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!